Peace YouTube und damit heiße ich euch nochmal ganz herzlich willkommen zum heutigen Video, Freunde. Wie ihr gesehen habt, ich war im TK Maxx ganz spontan. Und was ich letzten Endes gefunden habe, ist dieser schicke Vans Skate High. Es ist nicht das OG Colorway. Das OG Colorway hat einmal weiße Nähte und besteht aus einer Wildleder-Stoffmischung. Wir haben hier einmal die Glattleder-Variante. Gefällt mir gerade für den Winter sehr, sehr gut, Freunde. Für das gute Stück haben wir letzten Endes 34,99 € bezahlt. Ist ein extrem stabiler Preis. Der kostet regulär 90 Euro, wenn ich mich nicht irre, sogar in der Glattleder-Variante 100 Euro. Deswegen ist da 35 Euro auf jeden Fall ein Top-Preis, Freunde, machen wir uns nichts vor. Kann man gar nicht meckern. Ich bin echt froh, den Schuh gefunden zu haben, denn ich war lange auf der Suche nach einem Schuh für den Winter und ja, wo ich ein bestimmtes Design mitmachen kann, Freunde. Und heute ist der Tag. Ihr habt es schon in meinem latest Pickup-Video gesehen. Ich habe mir eine Menge Taschen gekauft. Eine Tasche werden wir heute auf diesem Schuh verarbeiten. Und es ist keine geringere als unsere Burberry Bag, meine lieben Freunde. So sieht das gute Stück aus. Die Tasche werden wir heute einmal komplett hier auf der Seite vernähen bzw. hier komplett auf das Seitenstück anbringen. An sich ein gar nicht mal so aufwendiger Schuh. Wir müssen viel verkleben und viel vernähen. Wir haben in diesem Custom komplett keinerlei farblichen Elemente, die wir anbringen müssen. Wir werden jetzt anfangen, einmal komplett uns die Außenseite vorzunehmen, einmal alle Nähte zu öffnen, die Vanswelle zu entfernen. Und im Anschluss geht es an die Tasche, dass wir einmal die komplette Tasche auseinandernehmen. Dann wird das Ganze zusammengepackt und dann sollte ein geiler Custom entstehen, Freunde. Ich bin sehr happy, ich freue mich endlich ein Burberry Custom für euch rauszuhauen und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! City set the team. Auch hier sind wir wieder am Ende unseres Custom-Videos angekommen und ich will gar nicht immer dasselbe sagen, aber checkt euch das Ergebnis ab. Wir haben hier ein Vans Skate High X Burberry Custom, wie aus dem Bilderbuch
Was haben wir alles gemacht? Wir haben einmal die Nähte einmal hier komplett auf dem Seitenstück geöffnet, sowie die Fäden einmal komplett entfernt. Haben dann ganz normal mit Tape die Fläche abgemessen. Das war wirklich ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil wir da echt sauber arbeiten mussten, um nicht unnötig Taschenmaterial zu verwenden. Da das Material halt sehr teuer ist, war es hier auf jeden Fall wichtig, sorgfältig zu arbeiten. Haben das Ganze im Anschluss einmal verklebt, sowie die Vanswelle verklebt, das Ganze dann vernäht. Und im allerletzten Schritt, ihr wisst, wie immer verarbeite ich immer meine eigenen Label-Tags auf jedem Schuh. Da ich aber finde, dass dieses Vans-Label-Tag sehr, sehr gut zu dem Rest des Schuhs matcht, habe ich mich dazu entschieden, meine eigenen Label-Tags hier hinten an die Hacke zu vernähen. Wir haben dann einmal aus Label-Tags sogenannte Pull-Tags gemacht. Matcht dem Schuh wirklich sehr, sehr gut. Rundet das ganze Custom meiner Meinung nach sehr, sehr gut ab. Und ihr seht es mir wieder an. Ich bin echt zufrieden und sehr, sehr happy. Das Einzige, was natürlich jetzt noch auffällt, ist, dass wir in dem einen Schuh weiße Schnürsenkel haben und in dem anderen Schuh einmal schwarze Schnürsenkel. Das liegt einfach daran, dass ich mich letzten Endes noch nicht wirklich entscheiden kann, ja, wie ich das Ganze haben möchte. Jetzt so nach zwei, dreimal hinschauen, finde ich auf jeden Fall die weißen Schnürsenkel besser für dieses Design. Aber da kann man wirklich variieren. Man kann mal schwarze reinmachen, man kann weiße reinmachen. Oder man passt das Ganze zu seinem Outfit ab. Das geht natürlich auch. Wie ich das Ganze letzten Endes performen werde, weiß ich noch nicht. Und da mache ich mir jetzt auch noch gar keinen Stress. Ja Leute, wir sind schon am Ende dieses Custom-Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Ihr dürft mir natürlich auch wie immer gerne auf Instagram und Snapchat folgen, wenn ihr da ein paar Outfit-Picks von mir sehen wollt, vor allem auch mit den Schuhen oder gar Produktbilder von meinen Customs, dann solltet ihr mir da auf jeden Fall folgen, denn da werde ich alles für euch hochladen. Ich hoffe, man sieht mir meine Müdigkeit nicht allzu sehr an. Wir haben es inzwischen 2.04 Uhr. Ich werde jetzt das Video für euch schneiden und wenn es Samstag um 12 Uhr pünktlich online ist und ihr das jetzt gerade guckt, dann hat wirklich alles geklappt und ich laber schon wieder viel zu viel. Freunde, ich bin raus, ich gehe pennen. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Haut rein. Peace.